Kannst ja mal probieren, aufmachen, reparieren. Muss ja nicht immer alles wegwerfen, weil der ist ja noch ja nicht abgefahren hier. Irgendwas stimmt hier dran nicht. Er läuft gut und alles. Kettenpeitsche 1. Na, Reifen. So, sag's mal, weil es ist ja vielleicht auch interessant. Muss man können, wa? Wollen. Ach, wollen, oh. Also ich habe jetzt mal abgenommen. Ich habe jetzt mal auseinandergenommen, weil den Abzieher hat ja keiner. Du kannst den abziehen und einfach wegwerfen. Allerdings sind die ja noch sehr gut, die Ritzel. Ja. Und hier hast du ja offensichtlich ein Problem hier in dem Freilauf. Ja, das ist nur der Freilauf. Ne? Genau, das ist eigentlich nur der Freilauf. Das ist eben das Problem. Und die Klinken kommen auch nicht. Da ist irgendwas, entweder ist es so verharzt, weil bei denen, da ist richtig... Harz, wird richtig harzig, ja, okay, der Scheiß. Ja, klar, nee. Ich wette, das stand. Ich glaube, das hat Mutti und Fadi, die haben sich das gekauft. Es ist überhaupt nicht abgefahren. Like dir. Und das. Na, das ist aus dem Herrenrad, wo ich letztens da war. Ich meine, der Draht selber ist nicht abgefahren. Ja, ja, ja. Genau, und ich habe ja das gleiche Modell schon vorher gehabt und dann habe ich das Hinterrad davon genommen und das dann gängig gemacht und jetzt. Naja, jetzt hier wäre ja nur. Eigentlich, was heißt nur? Also macht ja keiner. Normalerweise kannst du es jetzt auch runterholen, natürlich. Kannst du es jetzt hier einfach einsparen, durchknacken, abdrehen und ein neuer drauf. Aber die Qualität ist ja eigentlich unerreicht von den Dingern. Okay. Du müsstest eigentlich jetzt mal die Dinger alle sauber machen. Jetzt, wenn man so eh schon mal abfällt. Ja. So, so. Aber wir gucken erstmal rein, ob es sich lohnt oder ob irgendeine Klinke gebrochen ist. Weil normalerweise. Meine Haken ein mit so ein bisschen Geduld. Ja, manchmal kommt es. Deswegen bin ich der Meinung, es ist nur verharzt. Die kommen nur ganz langsam zurück. Und zu langsam, als wenn du rückwärts trittst und das ist gleich wieder. Oder wenn du so machst und gleich wieder antreten willst, trittst du halt ins Leere. Du musst erst warten im Stillstand und dann. Das ist ganz typisch. Aber mal gucken, was wir halt aufkriegen. Das ist viel schlimmer. Das ist ja auch eine 27er Felge. Ne? Ich habe jetzt geguckt. Also ich habe jetzt die beiden, die ich mir gekauft habe. Das alte und ich habe noch eins mit 27 Zoll Felgen. Also wirklich, du bist dachte, so richtiger Fan oder was? Nee, es hat sich jetzt. Ich bin Fan von diesen Junkermann-Rädern. Also, aber ich hatte vorher auch noch ein anderes, so ein Maß-Rennrad, so ein Halbrenner. Und da habe ich geguckt, ist auch 27er. Jetzt habe ich da vier Fahrräder davon. Deswegen lohnt sich das, die Felge irgendwie zu reanimieren. Dann geht auch eine 28er rauf, ne? Aber da. Sehr gut. Ja, und Spezialwerkzeug und ich meine, die Dinger, klar, drei, vier Mal, pupp, knacken sie weg. Ja, ja. Und dann wieder neue Pins kaufen und so. Und ich habe es immer noch nicht geschafft bei dem super Werkzeug, also das ist jetzt hier die günstige Version. Gibt es ja alles nochmal in super. Bei dem anderen zum Beispiel ist der teure. Habe ich noch nicht geschafft nachzukaufen. So, und jetzt haben wir. Jetzt ist ja das Problem mit diesen. Doppelt, ne? Die hast du einmal oben und die hast du einmal unten. Mhm. Und davon darf jetzt keiner verloren gehen. Das ist eine richtige Arbeit. Okay. Deswegen Magneten soll man mitnehmen sollen, wa? Hä? Magneten mitnehmen. Ja, wo hast denn jetzt die anderen hin? Die sind jetzt auf dem Magnet noch. Das ist eine Katastrophe. Na? Willst du auch zum Ali sehen? Die freut sich bestimmt. Ach, wohnt ihr hier auch oder was? Ja klar, wir wohnen hier im Haus. Ach, ist so, sie gerade da, ja? Ja klar. Wie lange seid ihr hier noch? Dort noch einen Moment. Wir sind gerade am erstmal auseinander und dann. Du ist euer Eingang hier? Genau. Ne? Bei Müller. Dann ja, mach das mal, die freut sich bestimmt. Sag mal, hier hast dein Mann hier unten drin geschoben. Ja, ne? Sie freut sich. Okay. Ich habe sie einbestellt. Ich dachte, brauchst du noch irgendwas zu trinken oder so? Nee, nee, alles gut. Nee? Okay, dann bist du gleich. Oben, kannst du deinen Kaffee runterbringen? Irgendwie so, wenn sie, alle, ja? Wenn sie Bock hat oder so. Wollen wir sie nicht überfordern? Ist sie auch nicht runtergefallen? Jetzt ist sie runtergefallen. Oh, jetzt hör doch mal auf.
Das war's, ne? Ja, aber das sind der Größe gerade nicht da. Gut, dass du gerade geguckt hast. Ja, das Interessante kommt ja jetzt erst. Gleich befindet sich ja noch mal hier unten drunter. Achso, und das, ja, dann. Großen, aber da müssen wir jetzt, aber wir müssen so? Jetzt, ja, noch ja nicht ran, wir müssen erstmal die Scheibe hier hochnehmen. Mit dem schmalen Schraubenzieher, der sich dort befindet. Was? Dort auf der Ablage. Müsste so ein dünner Schlitz irgendwo sein. Ja. Oh, genau, Phasenprüfer. Dann müssen wir die Scheibe hier hoch. Und unter der Scheibe hast du nämlich, guck mal, das hier, das ist deine alte Schmiere. Ja. Wenn du die so. Das ist ja, hier ja. Wie Kaugummi. Mhm. Das kannst du hier, das wird noch nicht mal schmierig mehr. Ja, ich hatte auch irgendwie Fotoapparate, wo das bei einem Bauteil. Ist bei den Blenden oder so. Das ist beim irgendwie Spiegel, bei meiner Spiegelreflexkamera, der Spiegel Anschlag ja. Irgendwie Mechanismus. Das kannst du auch einmal säubern mit, hier ist Waschbenzin. Willst du das säubern mit Waschbenzin? Oder soll ich das machen? Mhm. Das ist ja hier so, kannst du dich ja in die Ecke stellen, dann sprühst du kurz ein. Ja. Genau, das gleiche machen wir nämlich jetzt hier auch. Dann schmeiße ich jetzt hier auch nochmal rein. Ja, genau, dann habe ich diese Reparatur bei den Kameras, diese Spiegelmechanik, die hat angefangen zu machen und dann wurde der Spiegel immer langsamer und ja. Ich habe jetzt irgendwie schon bei knapp 10 Modellen gemacht oder so. Okay. Das ist aber eine lange Belichtungszeit. Ja, dann immer mit so einem Vorhang, der wieder... Na, irgendwann ist das halt das Ding, dass der Spiegel nicht schnell genug wegklappt und dann halt im Bild ist, während der Verschluss schon offen ist. Ja, egal, das ist so, dass du dann so, der so zugeht wieder. Ich brauche mal ein Auge mit von dir, ja. Falls irgendwas irgendwo hinspringt. Kinder dran haften geblieben? Nee. Doch, eher ist runtergefallen. Nee. Und das ist natürlich die gleiche Anzahl auf der einen und auf der anderen Seite. Nee, die sind jetzt die von unten. Tatsächlich. Nee, klar, aber die. Die lassen wir jetzt auch im Tüchchen drin. Ich kann jetzt nicht sagen, man schmeißt sie zusammen und hinterher hat man auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite. Oder? Nee, du hast ja unten, hier hast du eigentlich meines Erachtens mehr drin. Aber ich weiß jetzt nicht. Soll ich das auch mal putzen? Genau. So. Und da ein Zahn, ein Ritzel oder eine Kassette mit mehr Ritzeln drauf kriegen. Ein Problem, ne? Guck mal, das ist das Problem. Zack. Diese, ja, ist genau das gleiche wie bei deinem Spiegel sozusagen, ist genau das System. Ja. Und das kann man ja auswaschen. Das ist ja dann wieder okay. Ja, sowas habe ich auch mir gedacht, aber ich hätte jetzt mir gar nicht zugetraut, da das zu öffnen. Ich dachte Austausch und. Na nü. Genau. Und hier ist der klemmte ganze Harz dahinter. Ihr könnt da von außen nämlich spülen, wie ihr wollt. Da kommt er nämlich ja nicht ran. Die stecken nämlich hier drin. Und es wäre echt schade, das eigentlich zu verschwenden und im Grunde genommen so ein Ritzelpaket wegzuwerfen, wenn es wirklich nur so gut aussieht wie dieses hier. Also macht man das hier schön sauber, den ganzen Harz ab, der hier dran ist. Oh, der als Video nutzen hier. Das ist ja schon mal, wenn man sowas macht, dann muss das sich auch lohnen. Weil das ist natürlich eine Reparatur, die man eher privat machen sollte, aber hier im Fahrradladen, da kannst du das nicht bezahlen eigentlich. Ich hätte jetzt auch echt wirklich an Freilauf-Austausch gedacht und nicht an Reparatur. Ja, aber wie gesagt, ist nicht notwendig, weil das ist so eine geile Technik. Hier ist noch eine vernünftige Feder drin, ja, die gut arbeitet. Ein Federplättchen, das ist noch überhaupt nicht abgenutzt. Und so, selbst so. Wenn jetzt die Klinke durch diese Drumrütteln hier oben so ein bisschen ausgefranst wäre, ist er noch nicht. Mhm. Dann würde man es anfeilen hier und so eine scharfe Kante wieder reinmachen. Ja, ja. Und die Feder kannst du sogar biegen. Du kannst ja sogar ein bisschen mehr Spannung auf die Feder geben. Hier. Kannst du sogar ein bisschen nach außen, okay. Dann hat sie noch ein bisschen mehr Spannung und klackert so richtig so, tack, 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 wenn man es mag. Man kann es auch leiser machen, dann biegt man sie zusammen. Leiser ist man wieder. Aber hier in dem Fall ist es gut, weil es erstmal überhaupt läuft. Ja.
No. Der ist wieder drin, die eine. Aber die läuft einmal frei und die läuft immer noch wie Schlepperscheiße. Ja, das ist schon draußen. Was, ne? Nee, die. Die liegt draußen, die läuft einmal frei wieder und die eben immer noch tiefst. Kleister. Ja, mach mal aus. Füll mal so und zieh mal nach oben. Kommt da was entgegen? Nee, nee, aber das ist genau das. Mhm. Und einmal säubern. So, vor allem, wenn ihr eh mal wisst, wie es funktioniert. Das einzige Nervige hier dran sind tatsächlich diese 48 Murmeln. Mhm. Und das ist alles. Also, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es sind viele. Ja. Und gleich zweimal. Und das ganze gleich mal zwei, ganz genau. Dass jetzt hier ein bisschen Zeug hintergerufen ist, das kann man leider nicht ändern. Das stört mich. Du bist da durch? Ich bin da durch. Und jetzt sollte das einfach frei laufen. Das Einzige, was man jetzt macht, dann zum Abschließen, wäre vielleicht. Neues Harz rein. Neues Harz rein. Für die nächsten 30 Jahre. Ja, aber du, wenn es einfach nur ein Tropfen Öl ruft. Fett oder was? Oder? Fett kommt nur auf die Kugeln. Hm. Kommt natürlich, aber nur auf die Kugeln. Hm. Geil. Freut mich richtig. Gut. So, haben wir den Körper, das Corpus Delicti. So. Ich will jetzt mal unser Tuch miteinander kommen. Du kannst den Lego wunderbar sehen hier, ob der eingelaufen ist, aber das noch ja nicht. Nee, keine Laufspüren, nicht, ja nicht. Das ist einmal frei. Also das ist, glaube ich, mehr gefahren worden. Aber das ist ein Pärchenfahrrad, was die sich geholt haben. Einmal Mutti, einmal Fadi. Danke. Bei Mutti war noch irgendwie alles original dran. Also selbst die Mäntel. Crunch. Ja, und Fadi hat aber auch schon neue Mäntel drauf gehabt, oder? Die waren aber auch noch nicht benutzt. Achso, die Kugelbox, das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Sollte man auch noch einmal natürlich. Ach man, das ist extra. Jetzt ein bisschen kritisch. Kritische Phase. Nein, das Ding. Nee, kommt ja andersrum drauf. Die werden erstmal oben hier eingesetzt, tatsächlich da. Ja, so raufgeklebt quasi. Ja. Soll ich mal was drunter halten, damit wir. Nein, wir nehmen wieder das Tuch. Das ist natürlich immer wenig Arbeitsfreiheit, sagt man. Ich hoffe, das klebt jetzt gut genug da. Ja, jetzt ist Kopf drehst. Nee, Kopf drehst nicht. Achso. Nehmen wir mal runter. Ich drehe nicht auf den Kopf. Halt mal fest. Muss man nämlich, ja, das wäre natürlich rechtsinnig. Mhm. Oh, hörst du das Lackern? Oh, sieht gut an, gehört. Ja. Geil, oder? Genial. Kannst du nicht um. So schön. Na, wenn du willst, kannst du jetzt weiter hier die Dinger sauber machen. Ja. Spacer, die sind schon hier. Jetzt der Spacer, dann das nächste und immer wieder drauf packen. Mhm. Ich bin hier! Mhm. Wenn die Ritzel hier alle einzeln sind, da könnte man theoretisch auch welche austauschen. Also nee. Ersetzt, das ist auch wieder Fisch. Nee, die letzten sind ja zwei zusammen zum Beispiel. Ja, okay. Und das sind die verschleißen, die anderen. Und du kriegst es dann nie über den Freilaufkörper rüber. Das müssen schon genau von der Firma sein. Ja. Weil jeder Freilaufkörper ist da schon speziell. Okay. Eins, zwei. Bleibt so wie es ist. Es bleibt wie es ist. Ja, aber ich habe nämlich gedacht, irgendwie. Was willst du denn da machen? Ja, ein bisschen weniger Ritzel dann. Nee. Dann vorne größer. Maximal. Mhm. Das wäre die Maßnahme. Anders leider nicht. Hier vorne ist ein Doppelter. Beim Herrenrad. Im Damenrad ist eins. Ja, hier kommt die Scheibe rauf. Das ist so mehr oder weniger auch nur eine Trennscheibe, ein Trennmittel. Ja, wegen dem schweren Fett, was hier oben drin kommt, damit das nicht gleich alles darunter läuft. Weil, wenn es heiß wird, soll es eigentlich vor der Scheibe bleiben. Bleibt es ja aber nicht. Das ist ja klar. Mhm. Wenn dann irgendwann heiß wird, läuft es dann auch hinter die Scheibe und verklebt dann eben wieder die Klinken. Deswegen sollte man das ab und zu mal machen, bloß wir machten das.
Kein Mensch macht das. Tommy macht das. Ich bin ja froh, dass ich auf dich gekommen bin. Ja. Ja, macht halt keinen Sinn, wie gesagt, wirtschaftlich. Ja, die fallen ja nie runter. Ja. Bei mir gesagt, erst wenn man erkannt hat, dass alte Qualität gar nicht so verkehrt war. Und wenn es eben natürlich auch Sinn macht. Also wenn du wirklich reingeguckt hast und hast keine Feder gebrochen, weil du da so eine kleine Feder, auch wenn es da so eine kleine Federplättchen ist, suchst, das wirst du nicht finden. Nein, so. Ja, Mechanik ist schon geil. Alles, was man irgendwie zusammenhängt, ja, geht auch auseinanderzubauen und kann man reparieren und wieder gängig machen. Das ist ja nun kein Uhrwerk oder so. Also, ja. Also das ist ja nun. Beim Uhrwerk wird es kompliziert, aber das ist doch machbar. Du wartest jetzt aufs. Im Grunde genommen können jetzt die Murmeln drin. Die Murmeln, ja. Ja, mach du mal. In einer. Ungefahren. So, ja, wie gesagt, sieht man ja. Der Dreck geht ja auch leicht, relativ leicht ab. Das ist jetzt, was jetzt schwer abgeht, ist die verharzt, das verharzt einfach. Mhm. Der Dreck hier, ein bisschen von der Kette, die Schmierung da. Naja, auch die, dass die Ritze auch noch blank sind. Ne? Also ja, klar, du siehst ja, die sind leicht angefahren hier. So ein bisschen, hier ist ein bisschen mehr gefahren. Aber so die Vergoldung ist noch drauf. Mehr oder weniger. Farbe reicht jetzt auch, ja. Ne? Naja. Muss ja jetzt nichts für die Vitrine sein. Genau. Auf, ne? Dann machst du jetzt in aller Ruhe, ohne das anzuheben. Ganz wichtig, natürlich, ist ja klar, eigentlich, aber ich lass mal so. Einfach nur die Murmeln, jeder einzeln darin setzen. Ja, schon gut. Kannst du, lass dir Zeit. Hauptsache. Einmal Hände sauber machen. Antiplatt für wenig Geld. Das wird nur in Bielefeld. Ob wie Pieps. Jetzt piept doch, ja. Ist das geil? Ist das? Darf man nicht sagen, recht vulgäre Sprache. YouTube, willkommen. Oh, herrlich. Oh. Oh. Schön, ne? Lego-Technik, es funktioniert oder so. Oder wie nicht? War Lego-Technik? Fischer-Technik? Ja, total genial. Finde ich super geil. Ja, jetzt bastelst du die Dinger hier auf. Das ist ja die drei Nasen hier, ist klar, wie das funktioniert. Ja, drei Nase. Und einmal wie neu, bitte. Beim Vorderrad, was ich von dem alten runtergezogen habe, da fehlt irgendwie, ich weiß nicht, ob da das Lager durch war. Da fehlt irgendwie die Achse, Bonus, Kugeln, alles. Natürlich blöd, habe ich wahrscheinlich weggeschmissen oder nicht mit gesaved oder jetzt habe ich es nicht mehr. Meinst du, kriegt man das irgendwie mit Ersatz irgendwas oder muss man gleich eine neue Narbe einspeichern? Ja, okay, das gibt es so als, Kugeln, als Set. Vorderachse, genau. Ja, cool. Halbe Stunde oder so, oder? Halbe Stunde, das läuft. Natürlich geht es viel schneller, du schraubst es ab, wenn du den passenden Abzieher hast, wo ihr merkt, ne? Mhm. Schraubst es runter, baust ein neues drauf, fertig aus. Ja. Aber da sind eben nur ganz schmale Klinkenfedern drin und das haut alles richtig hin. Und hier läuft der Antrieb doch optimal auf dem Ding. Dafür ist er so gemacht. Ja. Läuft, das ist A und O. Ja. Super. Ja. Siehst du?
Genau. Ja, da haben wir doch gut gelöst, das mit dem Freilauf. Daumen hoch dafür.